Hallo, ich bin's wieder, euer Winzer und Weinkauer Stefan Fleuchhaus. Ich habe ja das Projekt Der Weg zu deinem perfekten Wein. Jetzt aber hier draußen eine Reise durch das Weinjahr. Wir sind hier wieder im Designwein. Wir haben jetzt ausgebrochen, das war die letzte Arbeit. Und jetzt momentan sind wir Mitte Juni und die Reben, die sehen fantastisch aus. Ich zeige es euch mal, wie es jetzt aussehen. Ich muss euch was sagen, ich habe bisher noch nicht ein einziges Mal Pflanzenschutz betrieben. Die klimatische Bedingungen halten. Die klimatischen Bedingungen, die waren für mich jetzt momentan super. Es war nicht überall so, aber ich war ein bisschen mutig. Ich habe auch nicht wirklich viele Reben. Von daher war ich mutig und habe bisher noch keinen Pflanzenschutz betrieben. Bleibt aber wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich werde ich noch ein kleines bisschen die Reben vor Krankheiten schützen müssen. Aber bisher war es eigentlich richtig gut. Gut, wie sehen sie aus? Richtig gut. Ich meine, hier sieht man so ein kleines bisschen, sie sind so ein bisschen aufgehellt, die Blätter, die sind nicht mehr so dunkelgrün wie weiter unten. Warum sind sie so hell? Die sind jetzt so hell geworden, weil die Reben kurz vor der Blüte stehen. Die sind richtig prall, diese Gescheine. Das sind ja keine Trauben, sondern Gescheine. Hier, ich zeige es euch mal, die blühen bisher noch nicht, diese Gescheine. Aber sobald sie dann blühen und verblüht sind, sind das dann Trauben. Gut. Hier haben wir natürlich auch ein paar Blätter weggemacht, dass die Morgensonne ziemlich schnell diese Gescheine abtrocknen können und somit Krankheiten präventiv schon mal unterbunden werden. Wenn sie dann blühen, und hier sieht man jetzt schon einzelne Gescheine, sind ja schon am Blühen. Das sieht man jetzt hier, wenn man so die weißen Spitzen hier sieht, das sind die Blüten. Und wenn das dann noch ein bisschen mehr zunimmt, hier ist auch noch mal so ein Geschein, wo jetzt schon am Blühen ist. Und hier vereinzelt geht es echt schon los. Man sieht es jetzt hier so ein kleines bisschen. Da geht es jetzt so los, aber ganz, ganz, ganz verhalten. Allerdings, wenn die Temperaturen und das Wetter weiterhin so bleibt, dann legt es jetzt richtig los. Dann riecht man so richtig schön diese Blüten im Weinberg, wie sie blühen, dieser Duft. Manche kennen das ja, wenn man dann draußen auf den Feldern unterwegs ist und der Raps zum Beispiel blüht. Das ist so ein ganz, ganz intensives Aroma. Das ist ein bisschen verhaltener bei den Reben, aber trotzdem herrlich, herrlich lecker. Und da fragt man sich dann auch, kommen denn da jetzt schon die Aromen in den Wein? Ja oder nein? Ich muss euch sagen, hier noch nicht, aber ihr werdet auf jeden Fall erfahren, wann die Aromen denn in den Wein gehen. Und noch viel mehr über Aromen, Wein, Sensorik erfahrt ihr bei mir natürlich in dem Weinworkshop Der Weg zu deinem perfekten Wein. Auf meiner Homepage findet man den jetzt in 8 Teile unterteilt. Das sind vom Riechen, Schmecken, Essen und Wein. Es gibt verschiedene Dinge, 8 Teile. Kann man sich raussuchen, wie man will. Man bekommt dazu eine Flasche mit dem Workshop zusammen zugeschickt. Lasst euch nicht entgehen. Es ist mega interessant und bringt euch auf jeden Fall deinem perfekten Wein einen riesengroßen Stück näher. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich freue mich auf jeden Fall schon draußen hier im Weinberg das Projekt Design Wein weiterzumachen. Bis dahin, euer Winzer und Weincoach. Das nächste Projekt kommt, der nächste Arbeitsschritt kommt auf jeden Fall bald. Bis dahin, ciao, macht's gut.